So, neue Folge. Neues Glück. Die Whisky Talks sind wieder da. Jo. Heute wieder zu zweit. Heute zu zweit? Wie aber immer. Wie immer. Heute wie immer. Ausnahmsweise zu zweit. Ja. Genau. Und ich war ausnahmsweise wieder nicht in meinem eigenen Schrank am Suchen, was wir verköstigen können, sondern habe einen Freund von mir mal wieder ausgenutzt. Henne, nochmal vielen Dank für diesen Whisky. Okay, finde ich besonders cool, dass er uns den gesponsert hat. Welche hast du denn? Warte, lese ich dir gleich vor. Erkläre ich gleich. Okay. Gibt's klein, muss ich ein bisschen was zu sagen, ist für dich vielleicht auch mal interessant zu hören. Weil sowas hatten wir auch noch nicht auf unserem Marc, die Kamera wackelt übelst, wenn du das machst. Entschuldigung. So, wo war ich stehen geblieben? Heute? Welchen hast du mit? Den? Erkläre ich gleich was zu. Weil es heute ein bisschen was anderes, zurück, als was wir sonst haben. Denn nochmal Dank an Henne, dass du uns den ja ausgeliehen hast. Das ist nämlich ein Fassanteil, den er vor ein paar Jahren schon quasi mitgemacht hat. Es gibt den sogenannten Cask Hound. Thilo Schnabel heißt er mit bürgerlichen Namen. Der Cask Hound, der füllt verschiedene Fässer ab. Und du kannst dir dann, bevor das Fass schon abgefüllt wurde, Anteile sichern. Anteile sichern, ja. Und nennt sich Anteile tatsächlich auch, das ist der passende Begriff. Das variiert dann so ein bisschen. Du kannst einen Anteil holen oder einen halben Anteil. Und das, siehst du, das ist eine halbe Liter Flasche übrigens. Mein Kumpel hat jetzt zwei Flaschen davon bekommen. Ich weiß nicht, ob er einen halben Anteil oder einen Anteil hatte, das variiert. Genau, zwei Flaschen davon bekommen. Einer hat er direkt aufgemacht und hat uns die jetzt geliehen für dieses Video. Hat quasi vor ein paar Jahren schon bezahlt für einen Fassanteil, was ihn interessiert. Und hat den jetzt vor kurzem bekommen. Mhm. Und habe er auch neulich direkt beim Whisky-Stammtisch geöffnet. Hab den schon mal probiert. Aber ist eine coole Sache. Ich sag noch nichts. Ist eine coole Sache, dass wir jetzt mal so einen Teil hier haben. Ne? Ja. Also wie gesagt, beim Cask-Hound bestellt. Sehr bekannte Adresse hier in Deutschland. Und zwar haben wir heute einen Single Malt Scotch, einen Mystery Space Side. Manche nennen es Secret Space Side. Beim Cask-Hound heißt es dann Mystery Space Side. Mystery. Quasi eine Destille aus der Space Side, die nicht genannt werden darf. Keine Rechte für den Namen der Destille. Ich weiß auch nicht, was für eine Destille es sein kann. Wir haben hier ein interessantes Bild, was vielleicht auch ein bisschen was schließen lässt. Wir haben hier eine Küste. Da gibt es gar nicht so viele und ich weiß trotzdem nicht, was es sein kann. Schlecht vorbereitet, aber offiziell weiß man es halt auch nicht. Oder aber die Küste ist dafür da, für das Fassfinish. Darauf komme ich jetzt nämlich. Also der gute Bursche ist erstmal 15 Jahre alt, also ein gutes Alter. Destilliert wurde der am 25. Juni 2009. Gebottelt am 2. Juli 2024. Wir haben ein Refill Bourbon Cask plus ein Finish für 732 Tage. Das sind 2 Jahre oder so ungefähr, ne? In einen Ex-Legic Sherry Hogshead. Legic hatten wir auch schon mal in 18 als Review. Legic, also ist, gehört zu der Distillerie Tobermory. Ist die rauchige Variante von Tobermory, ein Inselwhisky von der Isle of Mull. Also sehr interessant, ne? Wir haben ja einen Speyside Whisky, der mehr für fruchtige und blumige Aromen so gilt. Sagt man der Speyside so nach, ne? Und der wurde einfach gefinisht in einem Fass, wo mal rauchiger Whisky drin war. Mal gucken, wie der so zur Geltung kommt, ne? Also finde ich auch spannend. Schauen wir gleich mal. Wir haben Single Cask Nummer 137, bottled at natural cask strength. Mit 54,6%, also schon ein bisschen was runtergegangen. Wir haben Flasche Nummer 363 von 431. Ich finde es übrigens sehr sympathisch, dass die 363 handschriftlich draufgeschrieben werden. Finde ich cool. Ne? Ist eine halbe Liter Flasche, sieht man ja. Echt 54%, das, der will Power haben, ne? Ja, ist halt Fassstärke. Aber Fassstärke, wow. 54% ist gar nicht mehr so viel für eine Fassstärke. Das geht. Aber wir haben halt auch 15 Jahre Alter, ne? Also gar nicht mehr so junges Zeug. Ein Mystery Space halt mit Ex-Legic Fass. Also spannend ist es alle Fälle.
Ich gebe zu, ich bin nicht so der Space-Side-Freak, aber ich mag Legix sehr. So, riechen wir mal. Gucken, wie der Cast-Count so abschneidet in der Nase. Willst du schon was sagen, oder? Boah, der erste Anfang war halt ekelhaft, abartig. Okay. Also, wirklich faire Meinung rausballern. Wir werden hier nicht gesponsert von Cast Count oder so. Nix. Jetzt, wenn du vorher ein bisschen, oder wo ich ein bisschen dran rieche, legt sich die Ekelheit ein wenig. Der Ekel, ne? Ekelheit? Ja, ich finde beide Wörter gut. Ekelheit. Du weißt, was ich meine. Ob es geht, so. Gut klickst, wenn ich in Thumbnail das Wort Ekelheit darüber poste? Mach mal mit Duden-Eintrag und so. Ja, naja, gut, im Thumbnail sieht man das nicht. Also, wenig Rauch oder gar kein Rauch. Hab ich nicht. Okay. Ich schon, aber der ist halt anders, als man es gewohnt ist. Ich hab da kein... Was ist das für ein Rauch denn dann? So ein bisschen unterschwellig kriege ich das. Ich glaube dem, dass der mal in so ein... Also das ist ja jetzt eine andere Art von Rauch, als man es gewohnt ist, weil der ist ja nicht im Herstellungsprozess getorft worden, die Gerste. Die ist ja nicht getorft worden, sondern das ist einfach ein nicht rauchiger Space Cider, der in einen Whisky einfach nur gelagert wurde, wo mal Rauch drin war, für 2 Jahre. Ich finde den langweilig, ich finde den nicht komplex, ich finde einfach öde, weiß ich nicht, irgendwie... Mhm. Der riecht da kommt keine Würze durch, da kommt in der Nase nichts, also weiß ich nicht. Gut, ich steige jetzt mal ein. Steig ein. Also wir haben den vor kurzem erst einmal probiert, konnten uns überhaupt nichts darunter vorstellen und wir haben genau dasselbe gesagt wie du. Ja? Ja, ohne Spaß. Nenn mich Whisky-Konnoisseur. Ja, jetzt. Also finde ich richtig gut, dass du das sagst. Ich finde, jetzt macht er schon ein bisschen mehr auf im Vergleich zu dem ersten Mal, wo wir den probiert haben. Aber ich kriege so Müh-Dreck, so Kuhstall-Dreck, wie Legic, wie man das von Legic kennt. Aber es ist irgendwie nicht so schön, weiß ich nicht. Und vom Space Cider kriege ich irgendwie so gar nichts, bis auf helle Früchte, okay. Ja, helle Früchte sage ich auch, ja. Aber wir haben hier einen fast starken Whisky, der 15 Jahre alt ist. Gut, der Alkohol ist gut eingebunden, das kann man schon sagen. Das kannst du gut sagen. Definitiv. Da kannst du so dann riechen, ist gar kein Problem. Da riechst du gar nichts. Also blind hätte ich dem 46 gegeben wahrscheinlich. 43 würde ich sagen sogar. Echt? Ja, krass. Also nicht sogar 40, ohne Scheiß. Also Alkohol, Fehlanzeige finde ich. Also in der Nase, komplette Fehlanzeige finde ich. Ja, weil der halt auch nicht viel Aromen mitbringt. Der bringt gar nichts. Das ist einfach... Also wenn da so ein Whisky-Aroma, was haben ein Whisky-Aroma reingeschüttet? Ja. So ein Messer aus so ein Tröpfchen. Also ich kriege auch kaum was. Ich kriege so ein bisschen so eine Legic-Dreckigkeit. Das hat er. Aber ansonsten, Frucht muss man sich wirklich einbilden. Wenn dann sind es helle Früchte. Wenn aber, helle Früchte, ja. Aber auch nur ein ganz bisschen. Da kommt, das ist nur, also in der Nase null Charakter. Ja. Komm. Wir probieren jetzt, ne? Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, heile Pizza. Da kommt der Alkohol aber geschossen. Mhm. Heieiei. Boah, das ist aber krass. Wie kann man in der Nase keinen Alkohol riechen und der so abliefern? Also in der, vom Alkohol her, das ist ja krank. Das ist richtig krass. Ich habe den in den Mund genommen. Ich habe direkt gemerkt, in der Viskosität, da ist was drin. Und dann fangen langsam die Schleimhäute an zu reagieren auf den Alkohol im Mundbereich. Und wenn man runterschluckt, klar, dann kommt der Alkohol, ne? Dabei kommen auch ein bisschen Aromen durch und ich habe wieder diese Dreckigkeit. Also wieder dieses Legic-Fass hat hier richtig krasse Arbeit geleistet. Ich würde gerne wissen, welche Distille das ist. Kommt man auf gar keinen Fall drauf, sag ich. Vom Geschmack her, ne? Holz kriege ich auch. Mhm. Holz kommt durch, 15 Jahre. Ja. Holz hat er, Legic-Charakter hat er. Space Cider ist. Und Power. Also hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt so Bums kommt. Nicht schlecht.
Ja, aber ich finde, ist genau passend für 54%. Alkohol finde ich gut eingebunden. Ich finde, in der Nase finde ich ihn viel schlimmer, als er schmeckt. Ist bei mir eigentlich immer andersrum. Aber jetzt ist es einmal der Fall, wo ich den Geschmack besser finde als die Nase. Ja, die Nase ist sehr langweilig. Muss man vielleicht Wasser hinzugeben? Ja, machen wir es an dieser Stelle aber nicht. Durch Wasser kann er fast stärker aufmachen. Refill Bourbon Cask. Ja, ist ein Refill Bourbon Cask. Steht ja auch drauf. Und das ist es für mich auch, ein Refill Bourbon Cask. Das passt schon von den Eckdaten her. So ist er auch. Aber es ist für mich einfach nicht überzeugend. Ich mag ihn nicht gerne. Ich mag ihn echt nicht gerne. Aber besser Geschmack als Nase. Ach ja, Zettel wieder, genau. Wir füllen aus. Ich muss noch ein bisschen überlegen, ich gönne noch einen Schluck. Also ich rieche gerade nochmal dran. In der Zeit, wo Marc hier die Zettel vorbereitet. Er ist echt anders als beim ersten Mal, als wir den getrunken haben. Die Nase ist echt ganz schön dreckig. Also rieche jetzt nochmal dran, der wird immer dreckiger, oder? Mhm. Echt krass. Der ist gar nicht mehr so verschlossen. Nee. Der stinkt. Das Bourbonfass geht total unter. Vom Letchik-Fass tatsächlich. Das ist schon krass. Also eigentlich, von der Nase her, kriegst du, was auch die Eckdaten sind. Das passt schon. 15 Jahre Alkohol ist gut eingebunden, muss man ihm lassen. So, und dann ist es vielleicht ein bisschen Geschmackssache, ne? Magst du Letchik? Magst du reinen Letchik-Charakter, der zwar vom Fass kommt, aber ein Refill Bourbon Cask gibt einem Whisky auch nicht mehr viel. Der kann jetzt, es kann Forceful Fistful Refill Bourbon Cask sein, steht ja halt nicht drauf. Refill bedeutet Minimum, dass da jetzt zum zweiten Mal schon Whisky drin ist. Nachdem da ein Bourbon drin war, wohlgemerkt. Mhm. So, das Fass auf jeden Fall schon mal gut benutzt worden. Kein besonderes Fass. Ja. So, und dann dieses Letchik Fass hat natürlich nochmal denen gut was gegeben. Übrigens ein Letchik Sherry Hogshead. Also da war ein Letchik Sherry Fass. Mit dem Sherry kriege ich jetzt nichts. Ja, der ist so, jetzt so am Stinken auf einmal. Der ist jetzt so anders als ganz am Anfang. Ich finde das krass. Ja, der riecht nach Stall. Ja, der riecht nach Kuhstall, ne? Der riecht nach Scheiße. Sagt man Letchik nach Kuhstallnoten. Bravo, hat er erfüllt. Krass, und das vom Fass, das finde ich gerade schon beeindruckend. Der muss erst ein bisschen atmen. Ne? Ja. Okay, jetzt finde ich ihn gerade doch besser als am Anfang. Ja, ich auch. Also das ist vielleicht ein Whisky, gib dem Zeit, probiert den mehrmals, stempelt ihn nicht so schnell ab. Er macht gerade doch ein bisschen Laune in der Nase auf jeden Fall. Ein Geschmack fand ich gerade auch schon wieder ein bisschen eklig. Probier jetzt nochmal. Ah, der ist schon krass, also... Also ich glaube aber, dass Tilo wirklich so ein Whisky auch damit erzeugen wollte. Diese Schüchternheit ist jetzt nicht mehr da. Nee, der kommt. Ich weiß, mein Kumpel guckt jetzt das Video und denkt sich, hä? Der kommt. Aber ja, der kommt wirklich. Krass, krass, wie sich das ändert innerhalb von 10 Minuten. Ja, schön an Verstecken, die verändern sich immer schnell. Ja. Boah. Ich tue mir gerade richtig schön mit der Benotung, so schwer kam ich mir noch nie vor. Boah. Also wenn du jetzt jedes Mal 10 Minuten warten musst, bevor du einschlüsst, ist auch scheiße. Und bevor du, Was hab ich jetzt gesagt? Bevor du einschlüsst? Ich muss jetzt ehrlich sein, wie ich ihn wirklich finde. Ich bin jetzt auch ehrlich. Ich bin aber auch ehrlich, ich hätte vor dem Video nicht gedacht, dass er überhaupt diese Punktzahl erreicht. So, 3, 2, 1. 73. 76. Boah, glaubst du, wir schaffen es irgendwann mal genau die gleiche Punktzahl zu erraten? Weiß nicht, aber dann, wenn wir gleich haben, ist deiner natürlich viel schlechter als meiner. Ich finde dann viel besser als du. Genau, für Marc sind die 73 Punkte jetzt ziemlich gut. Ja, doch, jetzt im Nachhinein, also ich fand ihn jetzt doch nicht so kacke. Der hat nochmal performt, also ja, hat er wirklich. Der kam nochmal hinten raus. Hat und er wirklich? Wir wissen, am Ende kackt die Ente. Ja. Also 73 Punkte. Bei mir 76, das ist mehr, als ich vorher gedacht habe. Das ist nicht gut nach Whiskey Base, absolut nicht gut. Ich bleibe dabei, dass er mir einfach nicht gefällt. Es gibt vielleicht ein ganz paar Leute, die mögen das hier, aber das ist schon sehr speziell. Ich meine, ich bin Eiler-Freak, ich mag stinkige Whiskys,
Aber wenn es in eine gewisse Note abdriftet, vor allem, dass ihr ein Mystery Space seid, aber wenn ich aber sage, selber. Mystery ist er. Auch wenn das Mystery einen anderen Grundgedanke hat, aber Mystery, so wenn man jetzt trinkt und so in seiner Entwicklung, ich finde schon irgendwie so Mystery, ne? Ja, natürlich Mystery. Oder? Da hast du recht. Ja. Total. Gefällt mir wieder. Irgendwie finde ich ihn jetzt ganz geil. Ja. Das ist gerade so ein Ding, nochmal kurz zum Abschluss. Das war gerade so ein erster Eindruck von Marc, von mir war es ein Zweiteindruck, was niemals ein Whisky die Endnote wirklich so widerspiegeln kann. Das macht zwar eher YouTuber, aber das ist eigentlich Mist. Ist einfach so. Du brauchst eigentlich eine Endbenotung. Sipp mal einen Whisky 10-mal. Hat mal so eine ganze Flasche, mit der du gearbeitet hast. Mach dann dein finales Urteil als nur dein Ersteindruck. Ich meine, die Flasche muss ja auch mal atmen. Der Whisky muss atmen. Du musst in Zeit gehen. Und ihn auseinandersetzen. Je nachdem, wie komplex der Whisky ist. Und bei dem, glaube ich, wenn man so ein Recap machen würde, also jetzt so in ein paar Monaten nochmal oder am Ende der Flasche, wenn sie leer ist, wette ich, kann ich mir vorstellen, dass ich mehr Punkte als jetzt geben würde. Aber Stand jetzt, Zweiteindruck, 76 Punkte. Also es ist eine Mischung aus Erst- und Zweiteindruck, die Punktzahl eigentlich. Mhm. Ja, genau. Also er kam, Geschmack kam er nochmal. Ja. Er kam jetzt auch nochmal beim zweiten Mal Nase nehmen. Deswegen, ja, da kommt was. Ist er doch ganz cool, glaube ich, finde ich. Also interessant ist er. Interessant. Ja. Mystery. Ja. So. Ja. Okay, gut. In dem Sinne würde ich sagen, ziehen wir sie mal länger in die Länge. Und sind weg. Sind weg. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.